Relax und Game, meine Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Top-Liste. Diesmal gibt es die Top 10 Dinge, die keinen Sinn machen in der FNAF-Reihe. Wir haben ja bereits das Ganze schon mal gemacht, aber nur auf Security Breach bezogen. Und diesmal gibt es einfach generell Dinge, die keinen Sinn machen in Five Nights at Freddy's. Viel Spaß! Platz 10. William Aftons Tod. William Aftons Tod ist so dumm. Ich meine, er war einer der Leute, die diese Spring-Suits mit entworfen haben, so viele Leute darin haben verenden sehen und er weiß, dass diese Dinger extrem gefährlich sind. Und trotzdem versucht er sich vor irgendwelchen Geistern da drin zu verstecken. Ich meine, es sind Geister. Warum soll dieser Suit ihm die Kraft geben, irgendwelchen Geistern aus dem Maul zu hauen oder sich vor denen zu verstecken? Das macht keinen Sinn. Und warum geht man in einen Suit, von dem man weiß, dass er scheiße gefährlich ist? Sprich, der dich umbringen kann, wenn da irgendwo Feuchtigkeit ist, was da ja anscheinend ist. Um sich halt einfach vor Geistern zu verstecken, die eh eigentlich durch Wände gehen können. Und wahrscheinlich auch durch diesen Suit. Dieser gesamte Gedankengang macht einfach keinen Sinn. Und deswegen ist William Aftons Tod bei uns auf Platz 10. Platz 9. Springlocks. Verdammte Scheiße, wir waren ja schon bei William Aftons Tod. Und diese Springlock-Suits sind die dümmste Erfindung, die es gibt. Ich meine, auf Papier hört sich das gut an, ein Animatronic, in dem man einsteigen kann. Aber, Leute, der Aufwand und die Arbeit, diesen Animatronic zu entwerfen und den so zu machen, dass man den auch als Kostüm tragen kann, ist deutlich viel teurer, aufwendiger und komplexer, als einfach sich ein scheiß Stoffkostüm für 100 Euro machen zu lassen. Die sind nicht teuer. Macht euch da einfach dieses Stoffkostüm und dann können die Leute auch gleichzeitig performen. Und warum braucht man denn so einen komplexen Suit, in den Leute reinstehen gehen können? Das macht gar keinen Sinn. Auf Platz 8 sind Türen. Türen der FNAF-Serie waren auch schon immer irgendwie ein bisschen stupid. Ich meine, die gehen auf, wenn der Strom weggeht. What the fuck? Warum? Das heißt, wenn deinem Gebäude ein Stromausfall ist, gehen alle Türen auf und du erfrierst einfach im Winter. Das ist so schlau. Und was ist aus normalen Türen geworden, die man einfach abschließen kann mit einem fetten Riegel davor? Warum irgendwelche hyper, super krassen Sicherheitstüren, die nur mit Elektrizität funktionieren? Und der Sinn einer Tür ist ja geschlossen zu bleiben. Das heißt, wenn die Elektrizität weg ist, dann erfüllt die keinen Sinn. Diese Türen machen keinen Sinn. Und ist auch dumm. Und ich weiß, es kommen Leute, ja, wegen Feuer. Wenn Feuer kommt, gehen die automatisch auf, weil der Elektrizität weg ist. Nein, eben nicht. Eben nicht. Bloß weil es brennt, heißt es nicht leicht, dass die Sicherungen alle gebumst sind. Es ist so dumm. Es ist viel einfacher, die Tür mit einem Feueralarm zu verbinden, dass sie dann aufgeht. Das macht Sinn. Aber es macht doch keinen Sinn, diese Tür mit dem Stromfluss des Gebäudes zu verbinden. Platz 7. Das Kompetenzlevel der Polizei. Ich muss sagen, die Polizei in FNAF ist mit Abstand die inkompetenteste, die ich je getroffen habe. Und ich hatte mit inkompetenten Polizisten zu tun. Die Polizei dort sucht nach vermissten Kindern. Und es kommen auch Angaben über Animatronics, aus denen Blut läuft und die stinken wie Leichen. Und die Polizei ist nicht in der Lage, eins und eins zusammenzuzählen und daran zu denken, dass vielleicht da ein totes Kind in dem Animatronic ist. Ich meine, das kann doch nicht so schwer sein. Wenn irgendwo Leute verschwinden und du von einem Mord ausgehst, dann bist du doch sofort dabei, alles zu untersuchen, wo auch nur ein minimales Stück Blut dran ist. Und wie kann es sein, dass sie nicht mit Suchhunden damals gesucht haben? Und was für inkompetente Suchhunde waren das, wenn die damit gesucht haben damals? Ich meine, wie können die nicht aufgeschlitzte Kinder in Robotern entdecken? Das geht doch nicht. Das sind die schlechtesten Polizisten, die ich je gesehen habe. Also, das macht keinen Sinn. Feuer im Burn Trap Ending. Leute, ich weiß, er heißt Burn Trap. Aber warum behält man diese Mechanik, die Henry Emily gebaut hat, um die ganzen Animatronics zu verbrennen, dabei, wenn man diesen Ort zu seinem Hauptquartier macht? Ganz unten beim Burn Trap Ending könnt ihr den ja verbrennen. Und erstmal ist es extrem wunderlich, dass diese Dinger noch funktionieren, nach Jahren, nachdem das Gebäude abgesackt ist in den Boden. Und das andere Punkt ist einfach, warum hat Wendy die Sachen nicht kaputt gemacht oder abgeknipst? Das ist nicht so schwierig. Du müsstest nur die Gasleitung entfernen oder die Gasquelle finden und die abdrehen. Und im Endeffekt hat es Wendy geschafft, den ganzen Plan kaputt zu machen, einfach indem sie zu faul war, diese Sachen mal zu checken, ob die vielleicht noch funktionieren. Was komplett lost ist. Und generell das Feuer da unten zu haben,
das macht keinen Sinn, das sollte nicht mehr funktionieren und das sollte auch nicht sein, weil das ist euer Hauptquartier. Dort liegt William Afton, aka Burntrap, den willst du von Feuer fernhalten. Es ist so dumm. Auf Platz 5 hätten wir limitierte Power. Ich weiß, ich habe schon über die Türen geredet, die hochgehen, wenn die Power leer geht. Allerdings ist der andere Punkt limitierte Power. Leute, das ist ein Restaurant mit Animatronics, mit teuren Küchenutensilien, mit zigtausend Sachen, die man gerne klauen wollen würde. Einen dicken Pizzaofen hätte ich gern, ich würde einsteigen. Aber wieso macht man es, dass dieses Unternehmen über Nacht nur limitiert Energie hat? Es macht keinen Sinn. Bricht da einmal jemand ein? Kannst du jede Versicherung auf dieser Welt vergessen, dass die dir irgendetwas zahlt, wenn du denen sagst, dass du nur 100% Power hast, die du verwenden kannst dort. Es ist unfassbar dumm. Und wenn wir uns mal angucken, wie viel Power diese scheiß Türen verbrauchen, dann ist es doch komplett lächerlich. Also, warum limitierte Power in einem Etablissement, wo du nicht möchtest, dass Leute einbrechen und dich komplett beklauen? Auf Platz 4 hätten wir die technische Differenz. Im Endeffekt müsst ihr euch überlegen, was gibt es dort für Technik? Wenn wir zum Beispiel jetzt mal auf Sister Location gucken. Es wird geguckt auf einem absolut rottigen Fernseher, also so ein Röhren-TV in schwarz-weiß mit einer dicken Antenne drauf. Aber Hauptsache, wenn man dann ins geheime Untergrundlabor kommt, sind da Ultra-Hightech-Roboter, die sich sogar fusionieren können mit Technik, die wir nicht mehr in unserer jetzigen Welt nachkriegen können, mit irgendwelchen Ultra-Power-Sources, die einfach unendlicher laufen lassen. What the fuck? Aber Fernsehen nicht richtig machen können oder einen Drecksmüll-PC haben, der einfach nichts funktioniert, aber Hauptsache die krankesten Roboter auf dem Planeten haben. Wie macht dieser technische Sprung Sinn? Da laufen einfach legit die Terminatoren rum, aber mein Kumpel guckt hier noch 144p mit Schwarz-Weiß-TV. Wie geht das? Auf Platz 3 der sinnlosen Dinge haben wir die Servos, also der Grund, warum die FNAF-Animatronics in FNAF 1 durch die Gegend laufen müssen. Der Grund ist nämlich, dass die Motoren von denen sich quasi verkeilen, die Servomotoren. Und deswegen müssen die halt durch die Gegend laufen. Macht für mich erstmal Sinn. Solange bis man bemerkt, dass diese Dinger diese Funktion gar nicht brauchen, denn die stehen auf der Scheißbühne und drehen sich ein paar Mal. Warum müssen die gehen können? Warum müssen die überhaupt irgendwo hingehen können? Und warum geht dieser Servomotor kaputt, wenn er zu lange stillsteht? Das macht doch gar keinen Sinn. Und dann würde man die auch nicht durch die Pizzeria laufen lassen, wo die potenziell Dinge umstoßen können, irgendwelche Leute zerstampfen könnten oder generell einfach die Fresse fliegen können und kaputt gehen. Weil Roboter haben nicht das beste Gleichgewichtsgefühl. Die meisten Roboter klatschen um und liegen da, bis denen jemand einer hochhelft. Also ich meine, wir haben ja schon über die technische Differenz gesprochen, der FNAF. Das könnten die wahrscheinlich auch einfach wieder aufstehen. Allerdings trotzdem macht es keinen Sinn, dass Roboter, die ewig sich bewegen in ihrer Performance, die nur auf einem Ort stehen und sich zweimal drehen, durch die Gegend laufen müssen nachts. Das, what the fuck ist das? Und auf Platz 2 haben wir einen Classic. Der Security Guard, der Roboter sieht, die sich ihm nähern und die ihn offensichtlich umbringen wollen und dann wiederkommt. Da gibt es nicht mal viel zu sagen. Der Typ ist komplett lost. Warum, wie kann man so lost sein? Ich meine, wenn du einen spezifischen Grund hast, wie zum Beispiel, du willst irgendwie die Filiale hochnehmen und die exposen dafür, dass Kinder dort umgebracht werden. Okay, gut, dann bleibst du vielleicht dort. Aber jeder normale Typ würde doch nicht in einem Etablissement bleiben, wo irgendwelche Killerroboter versuchen, ihn umzubringen. Das macht keinen Sinn. Platz 1. Der Security Guard verteidigt sich nicht. Also ganz ehrlich, Leute. Wenn wir in einer Situation sind, wo irgendwelche Killerroboter versuchen, in unser Office zu kommen, von denen wir wissen, dass die nicht unbedingt die schnellsten sind und die sichersten auf den Beinen, außer jetzt Foxy. Warum chillt der da und guckt noch die Kamera aus? Der schmeißt keine Sachen in den Gang, der verteidigt sich auf keine Art und Weise, keine sichere. Warum tut er nicht einfach ein paar dicke Schränke dahin schieben, damit das so aussieht, als könntest du da nicht lang? Vielleicht fallen die ja drauf rein. Aber nein, daran denkt er nicht. Er bleibt einfach da sitzen und wartet darauf, dass die Killer-Animatronics zu ihm zukommen und macht da eine Tür zu, von die begrenzt Power hat. Es ist so dumm. Warum machst du nicht ein bisschen mehr? Warum machst du nicht ein paar Sachen in den Gang oder ein paar Perlen? Ich schwöre auf alles, so Glasperlen, die würden abkratzen. Roboter sind nicht in der Lage, Gleichgewicht zu haben. Es gibt kaum Roboter mit Gleichgewichtssinn. Und die haben ganz bestimmt keinen. Denn die haben noch irgendwelche komischen Servomotoren, die kaputt gehen, wenn die zu lange stillstehen, obwohl die den ganzen Tag stillstehen.
Und das war's schon mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auch ein Like und ein Abo da und schreibt mir in die Kommentare, was für Sachen ihr sinnlos findet in der Five Nights at Freddy's Serie. In dem Sinne, relax the game, meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao!